Die meisten Menschen stellen sich einfach nur die Frage, wie kriege ich das hin, dass ich möglichst schnell aus meinem aggressiven Hund einen braven, lebenssozialen Hund modellieren kann. Und sie sehen im Außen das, was die erfolgreichen Hundebesitzer tun, was die eben, dass die sich vielleicht einen Hundetrainer angeschafft haben. Und sie modellieren außen quasi das, was sie sehen können, was an der Oberfläche ist, was klar ersichtlich ist. Was sie aber nicht sehen, ist, was für Persönlichkeit dieser Mensch hat, was für Charakterzüge der hat, was für Gewohnheiten der hat, was der wirklich macht, das sieht man alles nicht. Das ist so ein bisschen im Vergleich wie bei den erfolgreichen Menschen, die wirklich viel Geld haben, die eine Villa haben, die auch Rolex haben, also alle diese Klischees, keine Ahnung, eine Yacht oder was auch immer, irgendwelche Luxusautos. Und die Menschen denken sich immer, boah geil, genau das will ich auch haben. Und die sehen vielleicht noch, dass der irgendwie mal irgendwie so eine Verkaufsausbildung gemacht hat oder Unternehmerausbildung oder keine Ahnung und machen das noch. Was die aber nicht verstehen ist, was braucht es denn für einen Charakter dazu, damit ich zu so einem Menschen werden kann, der diesen Erfolg ins Leben zieht. Weil in Wahrheit ist es so, damit du diesen Erfolg erreichen kannst, musst du zuerst diese Persönlichkeit werden, die diesen Erfolg überhaupt erlaubt und die den aushalten kann. Weil das ist natürlich nicht immer easy. Also wer glaubt, dass es irgendwie, keine Ahnung, dreimal umfallen und dann habe ich alles geschafft im Leben. Es ist leider nicht realistisch. Oder zum Glück, weil ich finde, das macht den Erfolg noch viel hochwertiger. Das ist einfach, wenn du es mal geschafft hast, dieses Gefühl von Dankbarkeit, das wirst du nie wieder los. Du bist wirklich für jede Kleinigkeit so dankbar. Ich hätte mir das früher nicht vorstellen können. Ich bin unfassbar dankbar, wenn ich rausgehen kann mit meinem Hund und nicht zuerst nach links oder rechts schauen muss, ob jemand kommt oder nicht, sondern ich gehe einfach raus. Wenn ich einen Urlaub buchen kann und nicht schauen muss, okay, wie viele Zimmer haben die, wie belebt ist das dort, schafft es mein Hund, schafft er das nicht, wie viele Hunde sind da, ich mache es einfach. Ich folge mein Herz und sage, okay, wenn ich das geil finde, dann buche ich das. Aber das kommt dann von heute auf morgen. Also alle, die jetzt glauben, irgendwie, das geht eben Hand umdrehen, ich muss die leider enttäuschen, weil es ist trotzdem Arbeit. Aber es ist unglaublich geil, dieser Weg dahin. Und für mich auch unglaublich geil und für Max auch, wenn wir euch da begleiten dürfen, weil es einfach so geil ist anzusehen, was das mit den Menschen macht. Das heißt, diese Menschen kopieren das, was sie im Außen sehen. Sie holen sich einen Hundetrainer, aber sie sehen eben nicht die 80-90%, die über den Erfolg entscheiden. Und zwar, dass sie diese ganze Persönlichkeitsarbeit, die man quasi parallel mitmacht. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Dreieck. Oben ist das, was du haben willst. Links ist meinetwegen, das sind die Gewohnheiten und das Tun und alles, was es dazu braucht, damit du einen Erfolg hast. Und damit du aber wirklich nachhaltig erfüllt bist, musst du auf dieser Seite auch zu der Persönlichkeit werden, die eben diesen Erfolg anziehen kann, die wirklich erfüllt ist mit allem, was sie hat und was sie ist, damit du das erreichen kannst, dieses wirklich langfristige Glück. Weil ich glaube, wir kennen alle diese Menschen, die zwar super erfolgreich und reich sind, egal ob immateriell oder materiell. Es gibt Menschen, die einfach trotzdem verdammt unglücklich sind. Und es ist eben, wenn du nur diese eine Seite, diese Erfolgsseite betrachtest und nicht die Persönlichkeitsseite, dann wirst du auf kurz oder lang dort landen. Und deswegen ist so wichtig, dass man beide stärkt. Dass du einerseits durch diese Praxis, die du kriegst, die Erfolge hast und auf der anderen Seite auch dieses Gefühl von wirklicher Erfüllung, von Glück und von Lebensfreude einladen kannst, damit es bei dir bleibt. Und dass du dann nicht sagst, ich habe jetzt zwar alles, was ich will, aber eigentlich fühle ich mich überhaupt nicht erfüllt und gar nicht glücklich irgendwie.